Der Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes nach Energieeinsparverordnung 2014, Anlage 1. Der kann auf zwei verschiedene Arten geführt werden. Die erste Möglichkeit ist die Begrenzung der Übertemperatur Gradstunden. Das heißt, es handelt sich hier um eine thermische Gebäudesimulation. Das ist ein recht aufwendiges Verfahren, das in der Regel für Wohngebäude nicht angewendet wird. Das zweite Verfahren, was dann auch Gegenstand des kleinen Tutorials hier sein soll, ist das Verfahren der Begrenzung der Sonneneintragskennwerte nach DIN 4108 Teil 2. Und da verweist die NF 2014 auf die Fassung 2013 der DIN 4108 Teil 2, auch wenn die in manchen Bundesländern noch nicht bauaufsichtlich eingeführt ist. Und da der Teil 8. So. Der entsprechende Absatz in der DIN 4108 Teil 2 Abschnitt 8 heißt, in den Mindestanforderungen des sommerlichen oder für den sommerlichen Wärmeschutz, das heißt mindestens für den Raum zu führen, für den mit den höchsten Anforderungen gerechnet werden kann. Das heißt, ich muss mir in meinem Wohngebäude zum Beispiel den kritischsten Raum raussuchen. So, wie funktioniert jetzt das Berechnungs- bzw. Nachweisprinzip? Wenn wir uns mal einen Raum im Schnitt anschauen, dann setzt natürlich die Begrenzung kritischer Raum voraus, dass ich überhaupt ein Gebäude habe oder einen Raum habe, in das Sonnenenergie durch ein Fenster, durch eine Öffnung hineinkommen kann. Das spielt natürlich die Klimaregion eine zentrale Rolle, also welche Außentemperatur ist ohnehin vorhanden, mit welcher Sonneneinstrahlung ist zu rechnen. Als zweites, dann entsprechend, spielt natürlich auch eine Rolle die Grundfläche bzw. die Raumgröße und im Verhältnis dazu die Fensterfläche AW. Die setzt sich ins Verhältnis zur Grundfläche AG. Das heißt, wenn sich durch ein Fenster die Sonnenenergie auf einen großen Raum verteilen kann, ist das natürlich nicht so kritisch. Des Weiteren spielt eine Rolle der G-Senkrechtwert, das ist der Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung, sowie eventuell schon vorhandener oder in der Berechnung zu berücksichtigender Verschattungselemente. Und daraus, aus diesen drei Eingangsbedingungen, drei Eingangswerten, berechnet sich dann der vorhandene Sonneneintragskennwert aus dem Produkt Fensterfläche multipliziert mit G-Senkrecht, also Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung, multipliziert mit der Verschattung eventuell, bezogen auf die Grundfläche AG. Das ist mein vorhandener Sonneneintragskennwert. Und diesen Wert setze ich dann ins Verhältnis zum zulässigen Sonneneintragskennwert, der sich wieder aus verschiedenen Einzelpositionen oder Einzelsummanden zusammensetzt. Der erste Summand berücksichtigt die Bauart meines Gebäudes bzw. die Speichermasse. Habe ich viel Speichermasse, wie bei einer Kirche zum Beispiel, hat das natürlich maßgeblichen Einfluss auf meine Raumtemperatur. Das heißt, mein erster Faktor berücksichtigt darüber hinaus auch noch die Komponente Nachtlüftung. Das heißt, kann in der Nacht die Energie, die in meiner Speichermasse vorhanden ist, auch wieder aus meinem Raum abgeführt werden. So ergibt sich dann der erste Summand S1 aus der Klimaregion, aus der Bauart und der Nachtlüftung. Schauen wir uns gleich in einem Beispiel an. Der zweite Summand berücksichtigt den grundflächenbezogenen Fensterflächenanteil. Den hatten wir schon bestimmt aus der Fensterfläche im Verhältnis zur Grundfläche. Der dritte Summand, eventuell vorhandene Sonnenschutzverglasung. Maßgeblich dafür ist der Sonneneintragskennwert. Die Verschattung spielt da keine Rolle. Und der vierte Summand berücksichtigt die Fensterneigung. Vertikale Fenster, das bezieht sich jetzt immer auf die horizontale, haben einen Einbauwinkel von 90 Grad. Und natürlich auch noch die Himmelsrichtung, das heißt nordorientierte Fenster erhalten dann entsprechenden Zuschlag bei dem zulässigen Sonneneintragskennwert.
Und der letzte Summand ist die sogenannte passive Kühlung. Das heißt, habe ich einen Kühlmechanismus in meinem Gebäude, wie zum Beispiel eine wasserdurchflossene Fußbodenheizung, und ich lasse nachts ohne Einsatz weiterer Kühlenergie einfach Wasser da durchfließen, dann kann ich diesen Punkt passive Kühlung entsprechend berücksichtigen. So, und alles drei zusammen ergibt dann den zulässigen Sonneneintragskennwert. Wie sieht das jetzt in einem Beispiel aus? Also der Nachweis, dass der vorhandene Sonneneintragskennwert maximal so groß ist wie der zulässige Sonneneintragskennwert. Schauen wir uns da ein Beispiel an. Das ist aus dem Musterhaus, das Kinderzimmer im ersten Obergeschoss. Das ist südorientiert und wir nehmen Klimaregion C an. Das wäre zum Beispiel für den Standort Koblenz der Fall. Das heißt, ich fange immer erstmal an zu überprüfen, ob ich überhaupt einen Nachweis führen muss. Dazu überprüfe ich dann den grundflächenbezogenen Fensteranteil, entsprechend Fensterfläche dividiert durch die Grundfläche des Raumes. Wobei hier nochmal gesagt werden muss, dass sich das auf Rohbaumaße bezieht. Ergibt für das Beispiel einen Sonneneintragskennwert von 0,3, zulässig wären 0,1. Das heißt, ich muss einen Nachweis explizit führen. Und da hat sich auch eine sinnvolle Reihenfolge herausgestellt. Bevor ich nämlich an die Berechnung des vorhandenen Sonneneintragskennwertes gehe, macht es Sinn, den zulässigen Sonneneintragskennwert zunächst zu berechnen. Wie wir gesehen haben, besteht er aus verschiedenen Summanden. Summand Nummer 1, Bauart, für mein Beispielgebäude entsprechend DIN 4108 Teil 2, Tabelle 8, Fußnote B, Bauart Mittel. Eine erhöhte Nachtlüftung darf ich für Wohngebäude gemäß Fußnote C immer ansetzen. Es ergibt dann einen Sonneneintragskennwert S1 von 0,092. Summand Nummer 2, das heißt, der grundflächenbezogene Fensterflächenanteil wird entsprechend dieser Formel aus Tabelle 8 umgewandelt in einen zulässigen Sonneneintragskennwert von minus 0,009. Das wird negativ, weil sich das alles im Referenzbereich auf 25% Fensterflächenanteil bezieht. Und meine weiteren Summanden S3 bis S6 sind gleich 0, weil ich zunächst davon ausgehe, dass ich keinen Sonnenschutzglas habe. Das heißt, mein Gesenkrechtwert ist größer als 0,4. Jetzt berechnen wir im Weiteren den vorhandenen Sonneneintragskennwert entsprechend der Formel, die wir vorhin gesehen haben, und können die auch ein bisschen vereinfachen. Das heißt, das Verhältnis aus Fensterfläche durch Grundfläche, das kann ich verwandeln oder umwandeln oder schreiben zu meinem grundflächenbezogenen Fensterflächenanteil. Und das Produkt aus Gesamtenergiedurchlassgrad und Verschattung, das kann ich bezeichnen mit G total, also wie viel Energie gesamt durch meine Öffnung hindurchgeht. Und das Ganze darf natürlich maximal gleich groß sein wie der zulässige Sonneneintragskennwert. Jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich kann entweder natürlich die Fensterfläche verkleinern, die lassen wir mal gleich. Dann habe ich noch zwei andere Möglichkeiten, das heißt, mein erforderlicher Gesamtdurchlass G-Total setzt sich ja zusammen aus dem zulässigen Sonneneintragskennwert dividiert durch den grundflächenbezogenen Fensteranteil, kann ich mir ausrechnen. Das heißt, mein G-Total darf maximal 0,277 groß sein, damit der Nachweis erfüllt ist. Und das kann ich auf zwei verschiedene Arten tun. Mein G-Total schreibe ich jetzt nochmal in dieser Produktschreibweise, das heißt Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung multipliziert mit Verschattung, und kann dann zum Beispiel in Variante A eine Kombination aus Wärmeschutzverglasung, das heißt ein typischer G-Senkrechtwert von 0,6, versehen mit einem ausliegenden Sonnenschutz mit einem Mindestverschattungsfaktor von 0,46, wenn ich das entsprechend umstelle. Und das erreiche ich zum Beispiel mit einem Rollladen, 3/4 geschlossen,
Da der Verweis auf Tabelle 7, das heißt, der Rollladen darf nicht ganz geschlossen werden, weil sonst zu viel Kunstlicht gebraucht wird. Und ich habe einen vorhandenen Verschattungsfaktor von 0,3, das ist kleiner als 0,46 und mein Nachweis ist entsprechend geführt. Eine zweite Variante wäre, anstatt Verschattung außenseitig ein Sonnenschutzglas einzusetzen, das heißt ein Gesamtenergiedurchlassgrad kleiner gleich 0,4. Und hier muss gesagt werden, dass wenn ich Sonnenschutzglas einbaue, sich dadurch auch automatisch der zulässige Sonneneintragskennwert ändert. Indem ich nämlich diesen dritten Summanden S3 mit 0,03 berücksichtigen darf. Das heißt, mein zulässiger Sonneneintragskennwert ändert sich zu 0,113, ergibt dann ein G-Total, ein erforderliches G-Total von 0,377 und daraus wieder abgeleitet einen maximal zulässigen Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung von 0,377, da ja meine außenliegende Verschattung nicht vorhanden ist. Das heißt, wenn ich nur mit einem Sonnenschutzglas arbeiten möchte, dürfte dieses Sonnenschutzglas einen maximalen Gesamtenergiedurchlassgrad von 0,377 aufweisen.